Die Schnellsten und Schlausten im Ersten sind auch heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Wir sind in der diesjährigen Radiowoche. So, dann ist jetzt der WDR da und schickt Marlies Schaum ins Rennen hier. Wir im Westen heißt bei ihr heute, glaube ich, eher, wir zeigen es denen im Norden. Und zwar mit ihrem Team. Zu ihrer Rechten sitzt Thorsten Mummel, Lehrer aus Ennepetal. Als seine Superkräfte, wie er vorher verraten hat, seien Erdkunde, Chemie, Bio und schottische Whisky. Es ist eine super Mischung, Thorsten. Daneben Mike Dombrowski, Küchenchef in einer Schulmensa, kommt aus Breckerfeld. Und last but not least, für heute Abend haben wir Dennis Nasser, Journalist und Content Creator, kommt aus Köln. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass wir ausgleichen können jetzt hier. Bremen 4 hat uns mit 0-1 in Rückstand gebracht, aber ich baue auf euch. Habt ihr Lust? Super, klar. Wäre schlimm, wenn ihr jetzt was anderes gesagt hättet. Auch für euch geht, ihr wisst, wie es funktioniert. Alle spielen die Schnellraterunde jeweils nacheinander, um dann mit dem Geld aus dieser ersten Runde ins Duell gegen Jägerin oder Jäger zu gehen. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause. Marlies ist jetzt dran. Herzlich willkommen auch dir. Vielen bei Gefragt, Gejagt. Siehst so ein bisschen aus nach der Kategorie, was hat mich geritten, hier heute herzukommen. Ich bin super aufgeregt. Okay. Ich bin super nervös für den ganzen Westen. Ich bin nervös für den ganzen Westen. Das ist nicht so schlecht. Oder so viel, wie der ganze Westen nervös wäre, wenn alle zusammen nervös wären. Und es ist ein großer Westen. Ja. Du machst den Mittag, ne? Im ich mache das Mittagsmagazin, ja. WDR 2, genau. Super Sendung, wie ich finde. Ich mache diese super, super gerne. Finde ich auch. Ich finde, du machst sie auch super. Und das will ich hoffen. Ja, na klar. Und, Nach heute weiß ich nicht. Aber so ein bisschen das Gefühl, dass sie dich hierher geschickt haben und nicht, dass du die Erste warst, die den Finger gehoben hat. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die gesagt haben, na jetzt reißt aber mal was. Und wenn einer schon sowas sagt, ne, und du da nichts reißt, dann... Aber ich habe ein super Team. Also ja, das wirklich sagen sie alle. Team. Und das die haben gesagt, egal was hierbei rumkommt... Egal was, wir geben einen ganzen Batzen an mein Spendenziel. Ach so, das heißt, ihr spielt auch für sie mit quasi. Das ist natürlich super. Und ich hoffe, das ist ja in erster Linie auch wichtig, trotz Spendenziel, dass ihr Freude habt hier heute Abend. Yes. Jetzt spielst du erstmal deine Schnellradrunde. Du hast dein Leben lang darauf gewartet, dass du endlich spielen darfst. Und deine Zeit, Marlies, toi toi toi, startet jetzt. Welche Raspeln kommen auf eine klassische Schwarzwälder Kirschtorte? Schoko. Passiert etwas irgendwann im Laufe eines Jahres? Nennt man dies unter... Unterjährig. Wie lautet der deutsche Titel von Ice Age The Meltdown? Weiter. Jetzt taut's. Wie viele Finger besitzt die Comicfigur Goofy an jeder Hand? 4. Gibt's hierzulande mehr Bundesländer mit oder ohne Staatsgrenze? Mit. Welcher Rudolf war als Journalist und Redakteur Gegenspieler von Bundeskanzler Adenauer? Weiter. Augstein. Die letzten drei Vornamen welches Prinzen lauten Charles, Albert, David? König Charles. Harry, Maternus war Anfang des 4. Jahrhunderts der erste namentlich bekannte Bischof welcher deutschen Domstadt? Köln. Der Frontman welcher Hardrock-Band trägt bei Auftritten eine Ballonmütze, damit ihm der Schweiß nicht in die Augen rinnt? Weiter. AC/DC. Von welchem Kontinent stammen die Meerschweinchen? Australien. Südamerika. Der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Zwillinge ist welcher sonnennahe Planet? Weiter. Merkur. In welchem Jahrhundert dankte der letzte römisch-deutsche Kaiser ab? Weiter. 19. 2.500. Alles in Ordnung. In Ordnung. Was? Nichts. Naja, also mit überwältigen kann ich jetzt nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber 5 richtige ist doch... Besser als nichts, ne? Klassisch, in Ordnung. 5 besser als nichts. Und ich finde, es war auch nicht so einfach. Habt ihr denn auch Schnellraterunden spielen müssen? Oder habt ihr einfach... Wart ihr die einzigen drei aus dem Westen, die gesagt haben, wir kommen mit? Ich habe mich was Radio qualifizieren müssen in einem ganz knappen und ganz harten Quiz. Und okay. Dann habe ich die beiden gefragt, ob sie Zeit und Lust haben und die haben ja gesagt. Ach tatsächlich, du durftest 2 mitnehmen? Ja. Auch nicht schlecht. Na, dann bin ich mal gespannt. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, gegen wen ihr spielt heute. Frau Rickel wahrscheinlich nicht nochmal. Der Besserwisser ist da, Sebastian Klussmann. Er liebt Radio. Ihn stört nur immer, dass, wenn er zu Gast ist, im Radio keine Kamera mitläuft. Herr Jacobi könnte es sein, der ist auch da, der Quizgott. Er bewertet Medien nach dem Fakten-pro-Minute-Quotient. Und da kommt Radio direkt nach dem Videotext. Der Quizvulkan, der wollte vorhin schon, vielleicht darf er jetzt. Herr Hobiger, auch er mag Radio. Er findet nur, dass es zu selten Sendungen über Steine und Eichhörnchen. Vielleicht kannst du was tun. Finde ich auch sehr wichtig. Ja. Im Mittagsmagazin, das wäre sehr wichtig. Das Aktuelle mal ein bisschen beiseite lassen. Hier kommt der Jäger. Musik.
frisch gehäkelt, Herr Klussmann. Guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Morris. In der Radiowoche 2024. Ja, hi. Hallo Marlies. Hallöchen. Toll, dieser Neoprint. Ich finde, wir passen richtig gut zusammen ja, heute, ja. Oder? Finde auch, sowas habe ich früher auch hier getragen, so ganz, ganz Körperanzug. Aber ganz Körper, ne? Ja, ja, genau. Ja, Marlies kommt mit der Summe von 2.500 Euro ins Duell. Das ist ordentlich. Und wir sind jetzt im normalen gefragt gejagt Zeitfenster um kurz nach 6 und freuen uns auf die ersten Gebote. Ja, darauf können Sie sich auch freuen, Marlies. Mhm. Ich habe 500 Euro für Sie im Angebot. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir knüpfen auch mal an die erste Sendung an und steigern uns weiter. Wie? Dann gibt es über 24.000. Korrekt. 25.000. Sieht so schön aus, ne? So viel Zweien und Fünfen und Nullen. Ich frage mal lieber noch mein Team ganz kurz. Bisschen wie beim Kniffel. Hoch, runter, Mitte. Womit du dich wohlfühlst. Ja. Womit ich mich wohlfühle. Die Geiern auf die Kohle. Merkst du das? Alle so. Wie die Geier im Dschungel. Ich finde, eine muss ja hier den Anfang machen, ja, ich weiß. Und die anderen sollen sich noch steigern können. Ich bleibe bei 2.500. Hm. Trotz dieser wunderschönen Häkelweste, wirklich. Ach so. Ja. Na gut, mach ich. Ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Und jetzt holst du dir das bitte und gehst ins Finale als Kapitänin von WDR 2. Sie ist nervös für den ganzen Westen, Herr Klussmann. Man merkt es gar nicht, ne? Sie jagt ne? Nicht. Der ersten Frage. Seit dem 1. April 2024 gilt eine 100 Meter Sperrzone für den Cannabiskonsum rund um Spielplätze, Kitas, Schulen und A. Universitäten, B. Sportstätten oder C. Altersheime. Also man könnte für die Aufhebung der Sperrzone für alles drei gute Gründe finden, ehrlich gesagt, oder? Absolut. Was hast du denn genommen? Also ich habe B, Sportstätten genommen, weil ich dachte, da sind auch viele Kinder immer so, die da abhängen und die sollen ja geschützt werden, dachte ich. Was ist die richtige Antwort? Völlig richtig. Sehr guter Start, Marlies, für dich. Was sagt der Jäger? Ui. Wirklich? Ja, da kann man auch schon als Kind auf die Universität gehen, ne? Ihr Ernst, Herr Klussmann? Ja, warum nicht? Sie haben doch gesagt, für alles drei kann man gute Gründe finden. Spannend. Also ich hätte Sportstätten, war ich genau bei dir, das war so logisch. Hier kommt die nächste Frage. Wegen eines Vorfalls bei der Beerdigung von Queen Victoria im Jahr 1901 begleiteten Elizabeth II. Auf ihrem letzten Weg 142a Royal Navy Sailors, Bobbies oder Yeoman Warders. Ich glaube, ich weiß sogar, was der Vorfall war damals. 1901? Ja. Okay, Ich hätte gedacht, der Jäger drückt sofort, weil ich dachte, das ist so typisches Christmas. Ja, hätte ich gedacht, dass die, also wenn ich nicht falsch liege mit dem Vorfall von damals, hätte ich gedacht, dass die das, vielleicht. Dass sie das wissen, weil das vielleicht schon häufiger mal vorgekommen ist. Was hast du denn genommen? Also ich habe tatsächlich A, Royal Navy Sailors ja. genommen. Jetzt zögere ich natürlich, aber egal. Jetzt was ist die richtige Antwort? Sehr gut, hast du es gemacht. Zweiter Schritt für dich. Ist es nicht, vielleicht können Sie sonst nachher nochmal hinten nachfragen. Frau Rickel ist noch da oder die anderen. Sind damals nicht die Pferde durchgegangen? Und deswegen nimmt man die Navy. Die haben die so gut mit tatsächlich, die haben alles da zerstört. Ja, Flusspferde. Das ergibt so viel Sinn. Wenn ich einmal seriös mit Ihnen diskutieren will, was sagt der Jäger? Also bitte. Die Soldaten haben es damals tatsächlich gerettet, 1901, deswegen sind die jetzt auch in der Stärke. Was hat das jetzt mit der Navy zu tun? Das waren Marinesoldaten damals, die dabei waren bei diesem letzten Geleit. Und dann sind, meine ich, damals die Pferde durchgegangen und drohten alles zu zertrümmern und haben auch. Und die haben es dann alles eingefangen. Und wer sind diese Warders? Also Leute, muss ich euch hier alles erklären. Hier kommt die nächste Frage, ich bin erschüttert. Was darf bei der norddeutschen Spezialität Scholle Finkenwerder Art nicht fehlen? A. Spinatcreme, B. Schmelzkäse oder C. Speckwürfel? So, so. Ich bleibe erschüttert, dass hier nicht sofort gedrückt wird. Ah, okay. Wir haben hier einmal West und wir haben hier einmal geografisch Ost bei mir. Wie lange sind Sie schon in Hamburg, Herr Klussmann? Jetzt seit, ich glaube so 24 Stunden.
Was hast du genommen, Ali? Ich habe mich für C-Speckwürfel entschieden. Weil du nämlich genau weißt, was da nicht fehlen darf. Was ist die richtige Antwort? Gut hast du es gemacht. Und die Frage ist natürlich, die wirklich alle Sie zu Hause und auch mich, muss ich sagen, persönlich brennend interessiert. Schafft es Sebastian Klusmann im dritten Anlauf heute jetzt aufs Spielbrett? Bam. Schon locker. Klares Bam. Marlies Nervosität legt sich langsam. Oh, schön. Wie heißt dein Bild von Joan Miró, dessen Motiv er in weiteren Gemälden immer wieder verwendete? A. Gelbes Feld, blasser Mond oder rote Sonne? Da denke ich immer an Sie. Ja? Weil Sie wissen, wo ich es habe? Das blasse Gesicht, ja. Nein, nein, nein. Nun führen Sie uns nicht in die Irre hier. Marlies, was hast du genommen? Also ich habe mich tatsächlich intuitiv, muss ich sagen, für die rote Sonne entschieden, weil die tatsächlich in einigen seiner Bilder vorkommt. Aber wo Sie jetzt gerade von blass reden und ich auch gerade schon ganz blass werde, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Das hat er ja nur, weil er der neidischste Mensch auf meine Kunstsammlung ist, unter der roten Sonne, die vor Capri untergeht. Was ist die richtige Antwort? Du machst es doch alles prima hier. Überhaupt gar keinen Grund. Die wissen schon, warum sie dich geschickt haben von WDR 2. Hm? Ernsthaft? Ja. Ich traue dem Braten noch nicht ganz und ihm da oben auch nicht. Na, ihm ist auch nicht zu trauen, aber wir kommen auch gleich näher. Was sagt der Jäger? Locker. Locker. Hier kommt die nächste Frage. Vielleicht die letzte. Woraus bestand das Kleid von Wim Wenders Frau Donata, das sie bei der Oscarverleihung 2024 trug? Aus VHS-Magnetbändern, aus Original-Drehbüchern oder aus alten Kinopostern? Ach, das wissen Sie auch noch. Yes. Weißt du es? Ja. Ach. Ja. Was hast du denn genommen? Ich habe A, VHS-Magnetbänder genommen. Daraus hat sie ein Kleid sich gefertigt oder fertigen lassen? Mhm. Sie wissen es auch, Herr Klusmann? Leider. Was ist die richtige Antwort? Geld hast du verschenkt, Marlies. Mega, 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 22.500 Euro hast du verschenkt. Trotzdem Glückwunsch. Thorsten ohne H, du bist dran. So, Thorsten ohne H. Das ist auch ein Prinzip heute, ne? Marlies ohne E, Thorsten ohne H. Na gut, bei Mike fehlt nichts. Bei Dennis fehlt ein N. Haben Sie euch richtig geschrieben, hoffentlich trotzdem alle, ja? Sparen, sparen, sparen. Das sind Sparmaßnahmen. Da fehlen schon die Buchstaben. Geht's dir gut? Ja. Bist du aufgeregt jetzt? Wenn man hier steht, ist das, glaube ich, ganz normal. Das ist es auf jeden Fall. Aber du hast ja gesehen, was dabei rauskommen kann. Oh. Du bist dann über Ihre Sendung oder über andere Sendungen reingekommen hier? Oder wie habt ihr es gespielt? Über die Mittagsshow, ja. Okay, und dann habt ihr auch Quiz gespielt? Ja. Und wo hast du die beiden gefunden? Hier vor der Tür, oder? Mike ist der Mann unserer Schulsekretärin. Und okay. Mit Dennis bin ich zusammen zur Schule gegangen und habe mit ihm Abi gemacht. Alles klar. Okay. Hast du alle Stärken und Schwächen drauf von den beiden? Weißt das du? Wird sich zeigen. Na gut, jetzt prüfen wir erstmal, was du hier drauf hast. Ich drücke dir die Daumen und deine Zeit, Thorsten, startet jetzt. Ist der Golfstrom im Atlantik wärmer oder kälter als die Tiefseeströmung? Wärmer. In welcher Kategorie erhielt Hertha Müller 2009 den Nobelpreis? Literatur. Wie heißen die Kurzschwanz-Kängurus, die aufgrund ihres Dauerlächelns Internetstars sind? Quokka. An der Grenze zu welchem französischsprachigen Land liegt Aachen? Belgien. Welche Zeichentrickfiguren besang Vater Abraham? Die Schlümpfe. Wie viele Möglichkeiten gibt es, ein vierstelliges Zahlenschloss einzustellen? 10.000. Bei schwierigen Entscheidungen wird redensartlich empfohlen, eine Nacht drüber zu schlafen. Welchen runden Geburtstag feierte die Filmproduzentin Regina Ziegler 2024 am Internationalen Frauentag? 80. Welches Metall ist der Namensgeber der chemischen Gruppe der Actinoide? Actin. Actinium. In welchem Jahrzehnt wurde die norwegische Band A-ha gegründet? 80er. Den Italiener Vincenzo Nibali nennen Radsportfans den Hai von? Messina. Ergänzt man im Wort Waffen vor dem letzten Buchstaben ein L, steht es für welche süße Teigspeise? Waffeln. Ja, 5.500 Euro. Den hast du mir denn hier angeschleppt, Marlies? Darf ich dir kurz von Herzen gratulieren? Du hast gerade was ganz Großartiges getan hier. Dankeschön. 11 richtige Antworten. Überragend. Das hast du richtig toll gemacht. Jetzt hoffe ich, dass du das verteidigst. Hier kommt der Jäger. Herr Klusmann, ich habe hier einen großartigen Quizzer neben mir stehen. Thorsten, mit 5.500 Euro ist er im Club.
Respekt. Noch exklusiver als der 5000er-Club, ja. Toll, oder? Wahnsinn, ne? So richtig viele sind da nicht drin, glaube ich, im 5500er, ne? Über die vergangenen Jahre. Das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Was machen Sie für Angebote? Ich glaube, wir bleiben eh, oder? Also, wo bleiben Sie? Naja, Also, Thorsten, Herr Klöß, ich freue mich sehr auf unser Duell. Das war ganz große Klasse und ich wollte schon immer mal zu einem Lehrer sagen, 5 Sätzen, 5 Euro. Den hat er sich aber vorbereitet, oh, den ja. Gag. Ja. Den hat er vom Hobby. Witzeschreiber. Ja. Vielleicht auch gewürfelt. Genau. 27.000 Euro. Weitere Steigerung. Das ist eine Hausnummer. Ja. Wir Menschen im öffentlichen Dienst sind ja so risikoavers. Also ich bleib bei den 5,5. Och. Okay, alles klar. Hauptsache, wir kriegen dich jetzt ins Finale. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ihr lasst ihn auch in Ruhe im Finale nachher, bitte. Und lasst ihn machen, dann die Jagd beginnt. Mit dieser Frage. Im NDW-Hit Kodo der Band Döf heißt es, Kodo der dritte A mit der Sahneschnitte aus der Sternenmitte oder ohne Baufortschritte? Oh, das ist wieder Ihre Zeit. Das ist Ihre Zeit, oder? Ich glaube, ich war da gerade geboren. Das Lied gar nicht mehr so bewusst oder auch, wahrgenommen. Oder auch noch nicht. Was hast du genommen? B habe ich genommen. Das ist doch schön. Was ist die richtige Antwort? Guter Start für dich. 5.500 Euro gehen einen Schritt nach unten. Was sagt der Jäger? Was Raumfahrtmäßiges zumindest, hatte ich in Erinnerung. Ja. Weiter geht's. Zweite Frage. Womit schrieb Jane Austen ihren Roman Stolz und Vorurteil? A. Feder und Tinte, einem Kugelschreiber oder auf der Schreibmaschine? Ganz klassisches Quizwissen, Herr Klammer. Sie haben doch noch nie gequizt. Woher wollen Sie das wissen? Entschuldigung, ich quiz hier seit Jahren. Sie stellen hier Fragen, aber Sie quizzen ja nicht. Ich quiz doch jede Antwort mit. Ja, ja, das stimmt. Das ja. Ich prahle nur nicht so mit meinem Wissen wie Sie. Entschuldigung, ich habe Sie zum Star gemacht, Herr Klößmann, in den letzten 12 Jahren. Da gibt es Menschen, die das andersrum bewerten würden, aber gut. Weil ich nie eingemischt habe, sondern hier, ja? Sie immer habe glänzen lassen. Ja. Ich hätte, lassen Sie mich lügen, 85-95% Ihrer Antworten hätte ich geben können. Hier ja, in den nur letzten mit den Manieren haben Sie es nicht so, ne? Da kommt der Finger wieder hier. Aber ich habe Sie diese Antworten geben lassen. Da werden Sie weil ich Sie rausholen wollte aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, 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 und, wenn Sie das bestreiten, ja. Und wenn Sie das bestreiten, rufe ich Ihre Mutter an. Da ist er immer ruhig, wenn ich ihn damit drohe. Was hast du genommen? Ich habe es im Englischleistungskurs nicht lesen müssen. Ich gehe aber von dem klassischen Schreibgerät zu der Zeit aus, Feder und Tinte, also A. Und du meinst nicht, dass das die Falle ist hier? Kann alles eine Falle sein. Was ist die richtige Antwort? Feder und Tinte, ist doch völlig richtig. Unter uns, ich habe es auch nicht gewusst. Was sagt der Jäger? Eine der wenigen Fragen, die Sie nicht beantworten können. Ab und zu. Tatsächlich sind die beiden, also B und C, Kugelschreiber und Schreibmaschine, später entwickelt worden. Kugelschreiber ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Sehr spät, noch später als die Schreibmaschine. Gut, weiter geht's. Wer es erfunden hat, hätte ich gewusst. Oh, ja. In Großbritannien beginnt die jährliche Parlamentseröffnung stets mit der rituellen Inspektion der A. Türschlösser, Sitze oder Kellergewölbe. Wieder etwas, was ich weiß. Das glaube ich Ihnen. Was ist es denn? Soll ich Ihnen sagen, ja, was es bitte, ist? Ja, bitte, ich weiß es nicht. Soll ich sagen? Ja, klar. Ich sag's. Okay. C. Ja, super, hab ich. Was hast du genommen? Ich bin auch von Guy Fawkes ausgegangen, dass da Pulverfässer in den Parlamentskellern sind. Hallo? Stark. Habe ich einen Lehrer hier bei mir? Ja, ja. Was ist die richtige Antwort? Super, richtig gut. V wie Vendetta. Ich wusste schon, die Pferde bei Victoria. Was sagt der Jäger? Das ist richtig mein Abend hier heute. Sie sitzen auch immer so nachmittags mit dem Tee dort, ne, und zelebrieren so die Tea Time für Scones. Ja, kann mir gut vorstellen. So, weiter geht's mit der nächsten Frage. Bin richtig gut drauf heute. In welchem dieser Länder leben die meisten Menschen? A. Frankreich, Italien oder Spanien?
Das ist ja einfach. Immer ein Fehler, Thorsten. Also heute ist ja super einfach. Ja, richtig. Weiß ich wieder. Da ist jetzt die Fallhöhe vor ein paar Wochen noch im Unterricht gemacht, Europäische Union. Ich bin jetzt aber auf B Italien gegangen. Ich hätte Frankreich genommen. Ich lehne mich jetzt bald aus dem Fenster. Hinterher ist man immer Ich hätte auch Italien genommen. Normalerweise antworte ich immer, nachdem der Jäger dran war und sagt, hätte ich auch genommen. Also ganz so sicher ist er nicht. Wenn er mir hier so ankneift, dann ist das Unsicherheit. Muss ich irgendwo festhalten. Naja, entschuldigen Sie, ich stehe neben einem Lehrer und neben einem 5.500er. Da ist es doch hier etwas anmaßend, wenn ich ihn hier korrigieren würde. Aber ich hätte Frankreich genommen. Was ist die richtige Antwort? Hört doch auf mich. Was sagt der Jäger? Wir wechseln. Ich werde mich nie darum hinsetzen, Herr Klossmann. Weiter geht's, Thorsten. Jetzt bitte wieder eine richtige Antwort. Der 4095 Meter hohe Gipfel des Mount Kinabalu ist der höchste Punkt auf welcher asiatischen Insel? Borneo, Oahu oder Madagaskar? B ist ein Lied von Andreas Gabayé, das würde ich ausschließen. Hawaii, Südasien. Und Sie lagen vor Madagaskar, ist auch ein Song, bleibt Borneo. Afrika, also Borneo ist das Einzige, was ich in Asien verorten würde. Völlig logisch, was ist die richtige Antwort? Hey, so schließt man Sachen aus, oder Herr Klossmann? Oh. Mit Liedern. Was sagt der Jäger? Ich bin so blöd hier. Lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Ey, es ist schon genug Spaß hier. Wenn Sie das zweite Duell ernst machen. Wenn Sie das zweite Duell verlieren, lass uns doch wenigstens Spaß haben. Hier kommt die hoffentlich letzte Frage, Thorsten. Oder H. Welches historische Ereignis fand zuerst statt? Da bin ich richtig gut. A. Sturm auf die Bastille, Wiener Kongress oder die Boston Tea Party? Soll ich sagen? Nein. Nee? Jetzt wollen wir erst mal. Könnte ich aber. Das glaube ich. Das glauben wir Ihnen. Das Was hast bei du bei jeder Frage. Ich habe den Wiener Kongress genommen. Ich hätte jetzt auch der war sagen können. 1815, darf ich glänzen? Wow. Guck, jetzt kommt aber ein Ja, aber sag uns noch nichts. Wir müssen ja doch die anderen beiden zuordnen. Ja, aber es sagt uns schon was. Ja, weil die Sturm auf die Bastille. 1789. 80. So. Jetzt kommt es auf die Tee. Wir waren schon beim Tee. So. Sie sind ja Tee-Experte. Was ist die richtige Antwort? Die Boston Tea Party. Und das weiß der Jäger, befürchte ich, Thorsten. Und bei aller Freude und allem Spaß hier, Boston Tea Party? 1775. Nein, 73. Auf jeden Fall vor 76. Richtig, genau. So, Thorsten, jetzt nehmen wir mal allen Flachs und alle Fröhlichkeit hier kurz raus und konzentrieren uns bitte brutal auf diese Frage. Das Wappen des Heiligen Stuhls zeigt eine Krone und zwei gekreuzte A. Stuhlbeine, Schwerter oder Schlüssel? Ach, das ging so schnell jetzt hier. Boah, warst du schnell, weißt du's? Schlüssel. C. Früher sind wir mal aufgestanden, wenn Kandidat durch war. Also ich wäre ich Jäger, wäre ich jetzt applaudierend aufgestanden. Was ist die richtige Antwort? Ich bin es zum Glück nicht, aber du hast es zum Glück durchgebracht. Prima, Thorsten, das war nochmal knapp. Mike. So, Mike, dein großer Auftritt ist da jetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Hast Lust? Gerne. Ja, hat doch gut geklappt bislang, oder? Ja. Jetzt habe ich es eben mitbekommen, du bist der Mann der Schulsekretärin. So, genau. Ja? Okay, alles klar. So ist das. Dann bist du ja hoffentlich genauso schlau wie der Lehrer himself. Ja. Oh, schlau. Sollen wir loslegen? Ja. Eine Minute für dich, Mike. Zeit startet jetzt. Welcher Guss macht die Sauna gefühlt noch heißer? Aufguss. Wer bringt am 6. Dezember zusammen mit Hans Trapp Kindern im Elsass Geschenke? Weiß ich nicht. Nikolaus, welcher ehemalige Erfolgscoach vom FC Bayern und Borussia Dortmund wurde 2024 75 Jahre? Keine Ahnung. Ottmar Hitzfeld, sind die als Suppeneinlagen beliebten Backerbsen aus Mehl oder Hülsenfrüchten? Aus Mehl. Ja, welcher Laubbaum steckt im Wort Depesche? Escher. Zu welchem Land gehört die größte Insel der Welt? Vereinigten Staaten. Dänemark. Mit When You Walk Through a Storm beginnt welche Fußballhymne? Keine Ahnung. You Never Walk Alone. Welcher Dean und welcher Jerry arbeiteten 10 Jahre lang als berühmtes Komiker-Duo zusammen? Weiß ich nicht. Martin und Jerry Lewis. Welches ist die hierzulande am häufigst vorkommende Schlangenart?
Windschleicher. Ringelnatter. In welchem Jahrhundert schrieb Hermann Hesse die Erzählung Narziss und Goldmund? 1920. Welchen Dialekt sprechen noch heute mehrere hunderttausend Menschen im Erzgebirge? Erzgebirgisch. So heißt der Dialekt Erzgebirgisch. Offensichtlich. 1500. Alles in Ordnung. Gehen wir kurz unterhalb von der Fünfstelligkeit, oder? Du nimmst jetzt mal als erster des gesamten Abends heute mal das Risikoangebot. Ja, schauen mal. Okay, hier kommt der Jäger. Zwei Klusmann, Runde 3 gegen Mike. Hallo Mike. Hallo. Was machen wir aus den 1500 Euro? Machen wir ganz einfach eine 1. Ja. Noch 1 Euro. Oh. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Ja. Muss man aber nicht. Auch für Sie habe ich ein oberes Angebot. Ist ja bisher ausgeschlagen worden. Aber nee, Mike, leg noch einen drauf. 30.000 Euro. Dann geht der Kopf. Ich höre von mal, das ist gemein. Das ist echt gemein, ja. Das ist echt nett von mir, würde ich sagen. Ja, wir machen es ganz einfach. Ganz einfach. 30.000 Euro. Das erste Risikoduell des heutigen Abends beginnt jetzt. Gar nicht die Jagd beginnt gesagt. Zählt das jetzt? Jagd beginnt. Wo fährt die einzige Straßenbahn des Landes, die alle dort Lebenden kostenlos nutzen können? Fährt die in Dublin, in Tallinn oder in Wellington? Ich wollte gerade einen Tipp geben. Wenn Sie noch einmal sagen, das hätte ich gewusst, dann müssen Sie zur Quiz-Weltmeisterschaft kommen. Ja. Ja. Das wäre fies für die anderen alle. Legen Sie los. Wollen Sie einen Tipp hören? Ja. Touris müssen zahlen. Das ist mein Tipp. Ach so. Was hast du genommen, Mike? Keine Ahnung, ich habe C Wellington genommen. Okay, was ist die richtige Antwort? Das ist leider nicht der Start, den wir uns gewünscht haben. Tallinn ist es. Was sagt der Jäger? Ja, ich war mal dort vor über 10 Jahren und kann mich zumindest erinnern, dass es eine Straßenbahn dort gibt. Okay. So, jetzt ist er da, Mike. Das ist aber nicht schlimm, denn jetzt machst du es richtig. The Mandrake Project heißt das 2024 erschienene Soloalbum, welches Sängers einer britischen Heavy-Metal-Band A. Bruce Dickinson, Vince Neil oder James Hetfield? Marlies, weißt du das? Nein. Thorsten? Thorsten weiß es? Dennis auch? Also ich kenne James Hetfield, das ist Metallica, ja. Aber das ist Amerika, ne? Richtig. Und bei Vince Neil und Bruce Dickinson habe ich Probleme? Bruce Dickinson ist Iron Maiden. Bei Vince Neil müssen wir Dennis fragen. Vince Neil? Motley Crue ist gerade auch. Motley Crue könnte sein, ja, könnte hinhauen. Wen hast du denn genommen, Mike? Das ist das Wichtigste jetzt. Ich habe James Hetfield genommen, C. Ich befürchte, da sind wir aber über den Landsmann schon raus, ne? Oder? Oder beziehungsweise über die Nationalität der Band. Was ist die richtige Antwort? Bruce Dickinson, Iron Maiden. Die Augenbraue hoch. Ich befürchte, Mike hat dich. Was sagt der Jäger? Na gut, aber 30.000 war alternativlos. Muss ich machen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Spiel, Dennis. So, Dennis, jetzt mit dir. Schade mit Mike, das ging fix dann, ne? Ja, aber hat man ja manchmal nicht selber in der Hand. Wir suchen uns die Fragen ja nicht selber aus. Iron Maiden, okay. Genau. Gibt's auch noch, ne? Offensichtlich. Ja, und sind vielleicht besser denn je. Also die Alben, man kann sich die Sachen schon geben. Ist das deine Musik, oder? Schon, ja. Okay. Aber ich bin da ganz offen. Also ich höre auch neue, frische Sachen. Ja, na gut. Ich hoffe, ich höre jetzt von dir viele richtige Antworten. Bist du bereit für deine Schnellraterunde? Dann drücke ich dir die Daumen und 60 Sekunden starten jetzt. Welche kleine deutsche Hunderasse gibt es unter anderem in den Varianten Rauhaar, Kurzhaar und Langhaar? Dackel. Bei welchem Fußball-Bundesligisten wurde Max Eberl 2024 neuer Sportvorstand? Bayern München. Council Skies heißt ein 2023 veröffentlichtes Album der Britpop-Legende Noel. Gallagher. In welchem Nachbarland liegen die Skigebiete Nassfeld und Obertauern?
Österreich. Schreibt sich der Vorname von Stephen King oder der von Steven Spielberg mit V? Spielberg. Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Zwei. Vier. In welchem Jahrhundert erschien der Literaturklassiker Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Weiter. 20. Wer ohne Hemmungen frei heraus spricht, redet wie einem der Schnabel? Gewachsen ist. Welche Kleidungsstücke für Kinder gibt es zum Beispiel in den Größen 18, 26 oder 35? Strampler. Schuhe. Ein Podcast mit Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher heißt Ich frage für einen Freund. Auf welcher deutschen Insel wurde im April 23 mit einem Skywalker eine neue Touristenattraktion eröffnet? Ich dachte, die kriegen wir noch über Tempo. Rügen wäre es gewesen. Hätte wahrscheinlich ist geraten. Es. Ja. Hättest geraten? Ja. Ah, 3.500 Euro sind es geworden. Hast du gut gemacht? Und hier kommt der Jäger. Zur Runde 4, Herr Klussmann, mit und gegen Dennis aus Köln, ne, war das? Hallo Dennis. Ja, genau. Hi. Freut mich. Wir haben eine gute Schnellraterunde nochmal gehabt hier zum Abschluss, Herr Klussmann. Sagen Sie doch nochmal, was Sie da rundum bieten wollen. Sage ich gerne, Dennis, ich streiche einfach mal zwei Nullen, 35 Euro bleiben. Na gut, könnte man in Tallinn Bahn fahren. Ja, dann hätte ich auch 0 Euro hinlegen können, nicht wahr? Ja, als Tourist nicht. Genau, als Tourist, das haben wir gelernt. Gut. Damit habe ich sie rausgebracht. Ja, genau. Da kann ich nochmal nachrechnen. Moment. Ich verzehnfache. 35.000 Euro. Ja, komm, Dennis. Dennis, mach, was dein Bauch dir sagt. Ja. Dein Bauch zählt. Ich, so. Ich habe Respekt. Also von daher, ich bleib dabei und bin froh, wenn ich es schaffe. Ich weiß ja, wem ich gegenüberstehe. Okay, einen der OGs. Also von daher. OGs. Ja. Ja. Da guckt er wieder, hat keine Ahnung, worum es geht. Was ist OG? Original Gangster. Ach so. Sieht's aus. Wow, wow. Nicht schlecht, dann halt 3.500. OG plus was. Also Nothing But a G-Thing kann ich immer noch auswendig. Die Jagd beginnt. Ja, wow. Das ist hier kommt die erste Frage. In der seit über 160 Jahren unbewiesenen Riemannschen Vermutung geht es um die Verteilung von A. Wahrscheinlichkeiten, Primzahlen oder Galaxien. Was hast du genommen? Ich habe A-Wahrscheinlichkeiten genommen. Das ist die richtige Antwort. Primzahlen, was sagt der Jäger? Seine Sensoren, Millennium-Probleme und... ja, sehr herausfordernd. Das kann ich hier bitte nicht nachzeichnen. So, nächste Frage kommt. Welches Getränk enthält über 1 Gramm Salz pro 0,2 Liter? A. Kombucha, Ayran B oder C. Lassi? Also das muss man nicht wissen, finde ich, das schmeckt man. Ich habe C. Lassi genommen, weil ich mir gedacht habe, dass Ayran halt super salzig ist und vielleicht zu salzig. Oh. Na, was ist die richtige Antwort? Na, ja. Salz und Ayran kriegt man irgendwie genau, sofort zusammen. Ne? Was sagt der Jäger? Ja, ich meine, Lassi und Ayran sind schon ähnlich, nur Lassi noch ein bisschen gesüßt. Dann ist er jetzt da, ja. Dennis. Ne? Mach nicht den Mike hier. No. Mach lieber den Thorsten oder die Marlies. Welchen offiziellen Beinamen trägt die nahe bei Köln liegende Stadt Kerpen als Geburtsort eines berühmten Geistlichen? A. Gaukstadt, Kolpingstadt oder Kneippstadt? Für mich wäre das Schumistadt. Ja, ich wollte auch schon. Mensch, habe ich nie mitbekommen, dass er. Kerpen verbindet wurde. Man ja immer sofort mit Michael und dann natürlich auch Ralf Schumacher. Was hast du genommen? Ich habe eh Kolpingstadt genommen. Ist das richtig? Das brauchen wir jetzt. Ja, sehr gut. Erster Schritt für dich, Dennis. Prima. Was sagt der Jäger? Ich glaube, Kneipp aus Bayern. Und Gau kommt ja eher aus dem Norden. Okay. Weiter geht's, im Gleichschritt jetzt hoffentlich, noch viermal. Welcher Wrestling-Star präsentierte bei der Oscar-Verleihung 2024 die Kategorie Bestes Kostümdesign fast nackt? A. John Cena, Arnold Schwarzenegger oder Jason Statham? Tja, nur
einer von denen tatsächlich auch Wrestling-Star? Also ich würde dazu ja nochmal sagen, für mich ist ja ohne Hose war immer Goleo das Maskottchen der WM 2006. So, das ist, da denke ich immer dran. Irgendwann läuft er auch nochmal so auf, hier habe ich die Befürchtung. Wen hast du denn, vielleicht ist er es auch. Wie bei der Tagesschau früher, da die Sprecher immer in Unterhose stehen, wenn sie wollten, man sah sie ja nicht. Was hast du denn genommen? John Cena? Ja. Ja. Und was ist die richtige Antwort? Prima. Was sagt der Jäger? Da patzt er natürlich nicht. Das hat er drauf. Hätte er offen wahrscheinlich sogar mal. Ja, natürlich. Also ich sag mal so, wenn ich körperlich mich John Cena näher, also physiognomisch, dann würde ich so rauskommen. Trinken Sie weniger Energy, mehr Ayran. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Region fand im frühen 12. Jahrhundert die Minnesänger-Kultur ihren Ursprung und Mittelpunkt? A. Venetien, Provence oder Galizien? Ui, das war knapp, Dennis. Minnesänger-Kultur. Ich meine es zu wissen. Was hast du genommen? Ich habe die B, die Provence, genommen. Ich meine, dass das richtig ist. Was ist die richtige Antwort? Also Herr Klossmann, ich möchte nur, dass Sie auch die anderen aus der Gruppe beruhigen. Ich wollte heute einmal zeigen, was ich drauf habe, nur dass Sie sich jetzt keinen Kopf machen. Ich weiß, wie sehr Sie grübeln auch dann heute Nacht und denken, scheiße, er ist doch schlauer als ich. Machen sich keine Sorgen. Schritt für dich natürlich. Was sagt der Jäger? Gut. Aber heute ziehe ich es noch durch. Ja, wir haben ja noch zwei Fragen. Heute spiele ich mal wirklich weg mit dem Wissen. Ja. Hier kommt die nächste Frage. Das Finale spielen. Wen heiratet euch? Ja. Wen heiratet Figaro in Figaros Hochzeit? A. Susanna, Roxanne oder Vivienne? Das wissen Sie auch. Also ich komme aus so einem gut bürgerlichen Haus, wo man in die Oper gegangen ist. Soll ich zuerst sagen? Ich gebe einen Tipp. Why don't you cry for me? I came from Alabama with my banjo on my knee. Das ist der Name der richtigen Antwort. Oh, why don't you cry for me? Came from... Nicht? Alle wissen es. Da waren ein paar Energy Drinks. Was ist denn mit Ihnen, Leute, los? Bin gut drauf. Ja gut. Könnte ich ihn. Du weißt es, oder? Ich habe C. Vivienne genommen und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich falsch sein. Ja. Kann dir leider nichts sagen, außer ehrliches Wort unter uns Freunden. Ja, schade. Was ist die richtige Antwort, Susanna? Und jetzt spielt er wieder? Doch, ich kenne ihn. Er macht den hier wieder so. Und dabei hat er's. Oh, Susanna, why don't you cry for me? Und ich cry für dich, schade, aber es hat Spaß gemacht. Ja, dir auch. Wir spielen ein Zweierfinale und WDR 2 gewinnt das jetzt bitte. Dennis, du hast dich super geschlagen. So, dann spielen wir es halt zu zweit. Wenn Sie nachspielen möchten oder gerne nochmal nacharbeiten möchten, auch alle Fragen und Antworten finden Sie natürlich immer direkt nach der Sendung in der ARD-Quiz-App. So, Zweierfinale und morgen kann ich noch sagen, SWR 1 und Bayern 3. Und jetzt hoffentlich ein großes Finale für WDR 2. Finalzeit bei Gefragt Gejagt heute, Teil 2, Sendung 2 der Radiowoche. Thorsten und Marlies für WDR 2 am Start. 8.000 Euro bitte jetzt absichern mit möglichst vielen Punkten. Ja, ich stelle euch Fragen, 2 Minuten lang, Zeit startet jetzt. In welchem Land mündet die Elbe in die Nordsee? Deutschland. Welcher Norweger erhielt beim Ballon d'Or 2023 als bester Torschütze den Gerd Müller Award? Haaland. Wie nennt man die Agenturen, die die Bonität von Staaten bewerten? Ratingagentur. Das jüdische Rosh Hashanah entspricht welchem Feiertag? Weiter. Eine Spezialität aus Nudelteig sind die schwäbischen Maul? Taschen. Welche Kunstfigur von Harpe Kerkeling hat als Herrenhandtasche stets den Schnapper aus Nappa dabei? Postschlepper. In welcher Stadt in Thüringen verstarb Goethe 1832? Weimar. Welches historische Abkommen beendete am 10. April 1998 den Nordirland-Konflikt? Abkommen von Belfast. Wer die Ursache eines Missstandes beseitigt, packt redensartlich das Übel an der Wurzel. Unter welchem Spitznamen ist der Schauspieler Carlos Ray Norris Jr. besser bekannt? Chuck. Welche menschliche Drüse ist schmetterlingsförmig? Schilddrüse. Vor welchem Berliner Regierungsgebäude steht die von Eduardo Chillida gefertigte Skulptur Berlin? Bundestag. Wie heißt die südlichste Millionenstadt Deutschlands? Berlin. Welche Soße ist Bestandteil von Spaghetti al Pomodoro?
Tomatensauce. Aus welchem Nachbarland stammt der beliebte Thurgauer Apfelkuchen? Weiter. Die britischen Jungferninseln haben welche Währung? Pfund. Welcher Autor erdachte die Figur Old Shatterhand? Karl May. In welcher französischen Metropole kann man durch den Parc des Buttes-Chaumont spazieren? Weiter. Wann kommt Godot in Samuel Beckett's Stück Warten auf Godot? Gar nicht. Wer führt gemeinsam mit der Radfahrerin Tanja Erhardt im Podcast Plan Z Interviews? Rick Zabel. Der Iran ist ein Land zwischen dem Kaspischen Meer und welchem Golf? Weiter. In welchem Flächenmaß wird die Größe von Staaten fast immer angegeben? Quadratkilometer. Ja, das war ein bisschen aus der Zeit. 16. Sag also mal. Bei französische Metropole ist Paris meistens richtig. Da ist, hätte ich gerne noch Latein in der Schule. Ansonsten habt ihr es gut gemacht. 16 Punkte. Ich hoffe, es reicht zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. Klosmann, 16 steht. Sind Sie bereit für Ihren Teil des Finals? Ja, stark. Respekt. Ich würde sagen, Thorsten macht schon mal bei der Quiz-Weltmeisterschaft mit. War, glaube ich, eben auch bei Frau Ricke eine 16, ne? Hat sie in 1,29 erjagt. Ich sag's nur. Zum letzten Mal da haben die Grüße gehen an Hause und kein Glaube. Sie beginnt jetzt für unseren Besserwisser, für Sebastian Klusmann. 2 Minuten hat er, braucht 16 richtige. Die Zeit startet jetzt. Zu welchem Land gehört das Bundesland Kärnten? Österreich. Welcher Argentinier wurde beim Ballon d'Or 20... Welche Wirtschaftskennzahl sank im Januar 2024 auf 2,9%? Stoppt die Uhr? Welche Wirtschaftskennzahl sank? Nicht das Brot. Auch jetzt die Antwort. Wirtschaftswachstum. Die Inflationsrate. 1,48 für 14, Zeit startet jetzt. Welcher Monat ist nach einem römischen Gott mit Doppelgesicht benannt? Januar. Der süßeste Exportschlager Kanadas ist der Ahorn? Sirup. Die Ente bleibt draußen, heißt es in dem bekannten Sketch Herren im Bad. Welches Humorist? Lorio. In welcher französischen Stadt verstarb Oscar Wilde im Jahr 1900? Paris. Durch welchen Vertrag wurde Deutschland 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein souveräner Staat? 2+5 Tag. Weil man es sich verdienen muss, fällt Geld redensartlich nicht vom Himmel. Welchen kurzen Vornamen trägt der berühmte Vater des Schauspielers Wyatt Russell? Ken. Stopp die Uhr. Kurt Russell. Ja, Kurt Russell ist es, genau. 1,09 für 9, Zeit startet jetzt. Um welches Bett kümmert sich die Parodontologie? Zahnbett. In welchem antiken Bauwerk in Rom wurde der Renaissance-Künstler Raphael auf eigene Pantheon begraben? Wie heißt die östlichste Millionenstadt Deutschlands? Berlin. Nach welcher Hülsenfrucht schmeckt Saté-Soße? Erbse. Stopp die Uhr. Erdnuss. Richtig, sehr gut, Marlies, wichtig. Jäger fällt auf 9, braucht 7, hat 48 Sekunden, Zeit startet jetzt. Der Stockfisch Bacalao ist ein Nationalgericht. Wie heißt die seit 1964 offizielle Landeswährung von Algerien? Ja. Stoppt die Uhr. Weißt du es? Weiß ich nicht. Von Algerien? Algerien. Jetzt? Algier? Nee, der algerische Dinar. Ja. 38 Sekunden. Sie brauchen 6 und die Zeit startet jetzt. Der treue Johannes ist ein Märchen welcher Brüder? Grimm. In welcher spanischen Metropole steht der imposante Königspalast Palacio Real? Wer ermordet in Shakespeares Drama Macbeth König Duncan? Macbeth. Was für fabelhafte Boys sind Kalkofe und Welke laut dem Untertitel ihres Podcasts Kalk und Welk? Was für fabelhafte Boys sind die? Fabelhafte Gangsterboys? Boomerboys. 21 für 3 und die Zeit startet jetzt. Welches Nebenmeer liegt zwischen Südeuropa, Nordafrika und Vorderasien? Mittelmeer. In welchem Flächenmaß wird die Größe von Äckern meist angegeben? Quadratmeter. Stopp die Uhr. Hektar. Das ist richtig. Und damit holt ihr euch das Ding hier. 6 Sekunden noch. Die Zeit startet jetzt. Was für ein Turm ist mit 634 Metern das höchste Bauwerk von Tokio? Aus welchem Land stammt der mit der Sängerin? Doch, beide. Toll.
ich sag nochmal den Spendenzweck mit der Freude. Kinderhospiz war es, ne? Genau, also mein super Team, die anderen beiden waren ja auch großartig und wir haben das zusammen vorher überlegt. Wir teilen durch vier und mein Teil geht an den Deutschen Kinderhospizverein in Olpe. Toll, die werden sich freuen. Und Thorsten, du erfüllst dir hoffentlich einen schönen Wunsch mit deinem Geld. Du hast ja maßgeblich zu diesem Absolut. Sieg heute beigetragen. Ganz toll, Herr Klussmann, das waren zwei Top-Kandidaten im Finale. Morgen SWR 1 und Bayern 3, das war der Ausgleich in der Radiowoche. 1-1 nach Tag 1. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und freuen uns auf morgen, wenn die Jagd wieder beginnt.